Servus Leute, ich bin heute in einem verlassenen Kaufhaus und ich bin mal gespannt, was wir alles finden. Also bleibt dran, wenn ihr mitkommen wollt. Bis gleich. Ja. Ist das kaputt? Wahnsinn. Dort hat schon jemand genächtigt. Dann gehen wir mal weiter ins Innere. Okay. Da kann ich ja glatt meine neue Taschenlampe ausprobieren. Da war auch aufgewiesen, oder? Da war auch aufgewiesen. Ja. Ja, egal. Das sind wir in unserem Nebengrund. Das wäre die Licht. So geht das. Ja, wunderbar. Da sieht man wenigstens was halt. Das ist ja ein Rieseneinkaufszentrum. Da liegt nur Feuerlöscher. Ja, das ist auch schon. Was steht da? 03. Okay. Eine Wahnsinnshalle. Was sind das für grüne Dinger da? Ah, okay, da kann man reingehen. Alles da, wo drin war. Ah, alles zerstört, zusammengerobbt, kaputt gemacht. Oh mein. Ach, das war der Aufzug. Das war der Aufzug, der Lastenaufzug wahrscheinlich. Sprinkleranlage. Oh, Wahnsinn. Wie haben wir da alles zusammenhauen können? Und was war das? Riesig. Blech ist das. Vielleicht war das auch für Werbetafeln. Das ist auch möglich. Und da oben kommt man auch noch rauf. Und da war der Eingang. Mal da reinschauen. Das wäre so eine Art Beaufsichtigung gewesen sein, was es da in die anderen Kaufhäuser auch gibt. Wo die da drin stehen und schauen, ob was in Ordnung ist, quasi Ladendiebstahl und so. Oder vielleicht war es ja irgendeine Info. Oder sind auch die ganzen Scheiben alles komplett zusammengehauen. Das ist Wahnsinn. Alles kaputt. Ja, das war eine Info. Da ist ein Tresen. Genau. Oh mein Gott. Uff. Da steht noch der PC. Das
zusammengerost, ganz klar. Los, was macht meine Lampe? Okay. Liegt der Hosen. Alles zerdeppert. Warum macht man die Hose so kaputt? Was haben wir da für einen Grund dazu? So. Meine Güte, also sehr genüsslich schaut das nicht aus, ne? Wahnsinn. Ich muss gleich aufpassen, dass das ein Spritzen auch hierin liegt. Was ist da hinten? Jetzt machen wir Lampe. Ah, jetzt haben wir es wieder. Ursprünglich, ja, jetzt schaut es anders aus. Mhm. Boah. Da hat jemand so einen drin gewohnt, ja. Die mag gerade nicht. Die ist warm und reduziert sie selber. Ha. Mein Gott, schaut es aus. Heftig. Mhm. Ja, schon. Habe ich ja beim letzten Video was Nettes drunter geschrieben, gell? Da ist ein Loch. Das geht aber bloß nur in einen anderen Raum, wo wir vorher drin waren. Und da ist ein Sicherungskasten, der ist ja also komplett. Da hängen bloß nur die leeren Sicherungen drin. Und den Rest haben wahrscheinlich Kabel, die sie mitgenommen. Heftig, heftig. Ja, bäh. Pfui, Teufel. Pfui, Teufel, schaut's da aus. Leute, wir kommen alles zerstören. So gerade rausgerissen haben sie die Kloschüssel. Außen-Dinge, die haben es sogar rausgerissen aus dem Abfluss. Also das ist doch heftig, oder? Wahnsinn. Das war ein kleiner Vorraum. Schöne Sancho. Ui, ui. Echt? Ja, sowas. Da hat es ein paar gefroren. Lagerfeuer. Mit dem ganzen Klump, der hier drin liegt. Da kann man gut feiern machen, ja. Gott sei Dank nicht. Aber ich glaube, die gehören zu solchen Riesenhallen einfach dazu. Ist das groß. Wahnsinn, das merkt man erst, wenn einmal so ein Lawn leer ist, wie groß das überhaupt ist. Das ist schon heftig. Thank you.
Wahnsinn. Lastenaufzug. Das ist so ziemlich das einzige Ding, wo nicht beschmiert ist. Aber da auch schon das Fenster zusammengehauen. Oh mei. Das ist wahrscheinlich bloß irgendwo so ein Raumgehörn, wo man es abgestellt hat. Da steht noch ein Damenschuh. Einsam und alleine. Dann ist der zweite. Lauter Lichtleisten, was wir gemacht haben. Und da ist der Abluft. Aha. Lustige Fliesen an der Wand. Was ist da dahinter? Da hängt der Hosen um. Ach, das ist da. Ah ja. Oder? Ja. Okay. Da geht's wieder raus. Geil ist doch. Das schaut aus, als ob das da früher so mal. Moment. Ha, da liegt der zweite Schuh. Schaut aus, als ob das da früher mal die Metzgerei war. Und vielleicht sogar auch noch eine Bäckerei. Fisch geben, Käse, Wurst. Das ganze da rüber gegangen. Ja, das war der alte Kühlraum von der Metzgerei. Okay. Aha, oh ja, es ist aber wirklich eine ohne Kühlungssau geholt. Da hat jemand Zeitungen tapeziert. Und wann sind denn die alle verkehrt rum? September 2021. Warum tapezieren wir da mit der Zeitung? Naja. Jetzt, das Neues geht da nur mehr rum. Ja, ist das so? Oh. Ich sollte mal leise sein. Oh, Heizung. Heizung. Was? Der nächste Flug drüber. Das wirklich eine Heizung war. Gruppe 1. Ah, da steht was. Sprinkleranlage. Ärzte. Das heißt, wenn es brennt hat, dann hat sie die Sprinkleranlage eingeschaltet und die hat dann Wasser gesprüht, da wo es raucht. Riesen Dinger da. Riesen Räder zum Drehen. Schaut schon cool aus. Das andere Manometer. Überdrucksicher. Aha. Und da schaut ein Sicherungskasten vielleicht aus. Naja, ich komme mit Technik und so Zeugel wirklich nicht besonders gut aus. Aber vielleicht kennt sie ja jemand anders aus. Frische Bereich, Shop, Zone, Tankstelle. Genau, Tankstelle war da früher auch mit dabei, ja. Lufteinspeisung. Okay. Naja, wenn ihr ein bisschen auskennt damit, dann schreibt es mir in die Kommentare. So, jetzt gehen wir mal Richtung Rolltreppen. Kann so eine Rolltreppen eigentlich durchbrechen? Keine
keine Ahnung. Ja, eigentlich nicht, das ist Metall. Dürfte sich eigentlich nichts fallen. Heftig. Schauen wir mal rum darum. Da gibt es den zweiten Stock tatsächlich auch noch. Ich möchte mir gar nicht lang. Ich hoffe, dass die jetzt nicht irgendwie. Kann so ein Ding noch, gell? Nicht? Ja, da war. Ups! Die Rolltreppen ist nicht zusammenbrechen mit mir. Boah, die ist auf. Da kann man reinschauen. Wahnsinn! So schaut die Rolltreppen von innen aus. Interessant. Da ist im Endeffekt nur so eine Verkaufsfläche gewesen. Das ist eine Treppe. Ja. Wahnsinn. Da ist ein Gimmel wieder. Da hat jetzt gerade die Türe geknackst da hinten. Und dahinter möchte ich jetzt nicht gehen, weil stören möchte ich auch niemanden. Ja, pfui. Wahnsinn. Geht dir das in den Kopf rein? Auch nicht, gell? Ja, mir auch nicht. Aber es ist eine recht luftige Toilette, weil da oben ist auf. Wenigstens geht Luft durch. Es stinkt nicht so. Ja. Da sind auch bloß Damen-Toiletten drin, die schauen wahrscheinlich nicht besser aus. Ja, prima, da gingen die Türen von der Lohr auf. Ah, bloß ein bisschen Licht, ne? Das war jetzt die falsche Taschenlampe. Ich glaube, wir haben die richtige. Jawohl. Ah ja. Vertan, egal. Unser und
Tauschservice, aha. Dann nehmen wir den Feuerlöscher. Was haben wir da drin? Da ist ein Treppenhaus. Schauen wir einer an. Da waren wir auch noch nicht. Da ist ein Treppenhaus. Dann geht es da hin, wieder Feuerlöscher. Da hat der Schutt und alles zusammengewirbelt. Also groß ist das ja schon, ne? Was sollen wir da aufmachen? Das geht gar nicht auf, da liegt alles Mögliche davor. Aber da kommt man da durch. Aha. Schau mal an, da werden die Büros gewesen sein, denke ich mal. Genau. Und da ist irgendwo ein Festel. Da ist Musik. Das sind also richtig alte Metallspinte. Ja, da ist nichts mehr drin. Jetzt ist Blasmusik. Naja, da sind wieder zum Beispiel die Waschbecken und Klo und so Zeug. Und da hinten, nein, da kriegel ich aber jetzt nicht drüber. Büro gewesen sein. Nein, nicht einmal, da sind Fliesen an der Wand. So, ja, aufzeichnete Fliesen. Vielleicht hat da eine Küche drin. Aufenthaltsraum oder sowas von den Leuten, die da gearbeitet haben. Und da haben wir auch Kabeldiebe schon wieder Kabeln rausgerissen. Wahnsinn, wenn so Gebäude hergerichtet werden. Die Wolle stehen, das ist einfach heftig. Da geht es wieder ins zweiten Stock auf. Okay. Ach Gott. Das ist ja mörderisch, diese Treppen. Diese Stufen. Oh. Na schön. Ich sag ja, wir brauchen jetzt kein Licht mehr. Oh, Wahnsinn. Sind wir denn hier? Das ist cool. Aber der schwimmt, das ganze Dach schwimmt. Wie lange das wohl noch hält, ist das war die Frage. Wahnsinn. Das Graffiti ist cool. Da war der Aufzug herin. Luftig. Sehr luftig. Sehr luftige Sache da, ja. Und sind sogar den Aufzug schon zerlegt. Heftig.
Und das sind riesen Stahlseile, wo der Aufzug praktisch dran hängt. Ha. Ja, man sieht ja, da sind Tragelflaschen alles noch hergerichtet. Ja. Also da ist tatsächlich noch bewohnt. Liebe Leute, ich habe in dem Video nicht recht viel gesagt, also es war schon, ja, ich war ziemlich überwältigt, weil das ist Einkaufszentrum, da war ich früher mit meinen Eltern schon, als kleines Kind beim Einkaufen, also war schon, ja, war schon Hammer, also war schon recht überwältigt, ja. Gut, und ich bin jetzt durchgefroren, ohne Ende, und ich habe mir jetzt noch ein paar Semmeln gekauft und freue mich jetzt auf einen Kaffee daheim. Und euch wünsche ich alles Gute bis zum nächsten Video. Freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Servus!